Guten Abend miteinander, meine Damen und Herren, liebe Leute von Buchsi und drüber raus. Hat es noch von drüber raus? Alles drüber raus? Was ist mit denen los hier von Herzogenbuchsi? Hä? Gottfried Stutz. Nein, ganz herzlich willkommen zum Energie- und Klimatalk vom Kanton Bern. Wir sind hier in einer kleinen, feinen Runde, gell? Das ist auch schön. Es ist der erste Talk wieder nach der Sommerpause. Und ich freue mich, dass er in meiner engeren Heimat ist. Ich komme von Walterswil. Das ist einfach einer dem Hocker. Also, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Mein Name ist Sonja Hasler, hereinspaziert. Und ich darf die Energie- und Klimatalks vom Kanton Bern quer durch den Kanton begleiten. Ich begrüße auch herzlich die, die uns online zuschauen, im Livestream. Schön, seid ihr wieder dabei. Wir haben gehört, dass sie immer wieder auch die gleichen, also so richtige Fans vom Energie- und Klimatalk. Und das freut uns natürlich noch mehr. Ich wünsche allen einen spannenden Abend zum Thema Recycling. Also wir in der Schweiz sind schon recht gut, oder? Was trennen wir aus? Papier, Karton, Glas, Alu, Batterien, was haben wir noch? PET. Also wir trennen schon fein viel, aber wir schmeißen auch immer noch sehr viel weg. Also es sind 700 Kilo pro Kopf und Person pro Jahr, die wir wegschmeißen. Und da sind wir zu Europa fast die Besten, respektive die Schlechtesten. Das meiste, was wir wegschmeißen, sind Siedlungsabfälle, die wir irgendwo im Haushalt haben oder irgendwie das Billigzeug aus Asien, das wir dann fortschmeißen. Aber es gibt auch noch mehr Abfall aus der Bauwirtschaft, also wegen dem Aushub oder wegen Sanierungen oder Rückbau von Gebäuden. Und heute wollen wir darüber reden, wie wir eben weniger Abfall produzieren können, wie man Produkte oder Rohstoffe länger im Kreislauf haben kann, die berühmte Kreislaufwirtschaft, die ihr vielleicht schon davon gehört habt. Also nach dem Motto, flicken, wieder brauchen, teilen, aufmotzen und recyceln und nicht einfach, wie wir es heute häufig machen, kaufen, brauchen, schmeissen, oder? Da nehme ich mich selber auch bei der Nase übrigens. Der Ablauf für die neu sind, wer ist neu beim Energie- und Klimatalk? Fast alle. Also ist immer gleich 5 Expertinnen, Experten geben uns Inputs, wertvolle Tipps und nachher könnt ihr Fragen stellen hier im Saal. Und die, die irgendwo zuschauen können, im Chat, die seht ihr Chat auf dem Bildschirm, könnt die Fragen dort schicken. Ein paar Fragen haben wir schon bekommen. Und nachher gehen wir wie immer in Apero. Ist das gut? Und wir kehren es nicht, gell? Einfach, dass das klar ist. Also, ja, also jetzt wechsle ich auf Hochdeutsch, weil es wird alles aufgezeichnet, kommt auf die Seite des Kantons. Wir sind ein zweisprachiger Kanton, darum Hochdeutsch. Wir starten und wollen wissen, wie sieht es denn eigentlich aus in Herzogenbuchsee mit dem Thema Abfall? Wie ist man hier organisiert? Und ich freue mich, dass die Gemeindepräsidentin höchstpersönlich hier ist. Gemeindepräsidentin seit 2023. Von Haus aus Juristin. Sie heißt Livia Stauer und wir sagen mit viel Applaus herzlich willkommen, Livia. Bitte schön. Ja, guten Abend, geschätzte Anwesende. Auch ich möchte Sie herzlich willkommen heißen hier bei uns im schönen Buchsi. Herzogenbuchsi, nicht etwa Münchenbuchsi, hä? Ganz wichtig. Ja, als ich angefragt wurde für diesen Klima-, Energie- und Klimatalk, dachte ich mir zuerst, ja, Gebäudesektor, Recycling im Gebäudesektor, das ist nicht wirklich mein Kerngebiet. Aber als Gemeindepräsidentin habe ich natürlich mit Bau-, Planungsgeschäften, Umwelt-, Naturschutz, Abfallentsorgung zu tun. Und da ist mir sofort in den Sinn gekommen, dass ich ja eigentlich unser Brings vorstellen könnte. Ja, was ist das Brings? Das Brings ist eine regionale Sammelstelle für private und gewerbliche Anlieferungen von Abfällen und Wertstoffen. Das Brings gehört der alleinigen Aktionärin Brings Schwendimann AG von Münchenbuchsi und es gibt 8 Bringsstellen in der Schweiz. In Münchenbuchsi, Kirchberg, Turki, Hinwil, Wohlen, Wald, Laupen und eben auch bei uns in Herzogenbuchsi.
Wer betreibt dieses Brings? Das Brings-Zentrum, also alle Brings-Zentren werden im Franchise-Konzept von lokalen Entsorgungsfirmen betrieben und bei uns ist das die Ernst Gerber AG aus Roggwil, die das Brings betreibt. Was ist denn die Idee von Brings? Aus unserer Gesellschaft ist ja eine Massenkonsumgesellschaft geworden, das lässt sich kaum wegdiskutieren. Wir brauchen immer mehr Güter in kürzerer Zeit. Der Lebenszyklus der Produkte wird immer kürzer. Noch bevor das Produkt überhaupt defekt ist oder nicht mehr benutzbar, wird es schon gegen ein neueres, leistungsfähigeres ausgetauscht. Ja, und unsere Ressourcen stehen eben nicht endlos zur Verfügung. Das Recyceln von Wertstoffen gehört ja heute deshalb zur Normalität hier bei uns in der Schweiz. Und Recycling muss für die Bevölkerung einfach zu handhaben sein, bequem und auch günstig, damit es auch wirklich gemacht wird. Da setzt die Idee von Brings an. Sämtliche Wertstoffe aus Privathaushalten und Gewerbebetrieben können zentral an einer Sammelstelle abgegeben werden. Die Sammelstelle muss daher all diesen Anforderungen von bequem, einfach, zu handhaben und günstig entsprechen. Die Sammelstelle, die wir hier in Herzogenbuchsee haben, ist gut erreichbar mit dem Auto, weist genügend Parkplätze auf, ist vom Wetter geschützt und verfügt über eine gute Infrastruktur. Sie ist zum Beispiel auch für Rollstühle befahrbar. Und ganz wichtig, es steht freundliches, hilfsbereites Personal zur Verfügung. Wie funktioniert dieses Brings? Also man fährt hin, lädt seine Sachen, die man entsorgen will, aus dem Auto und lädt sie auf einen Einkaufswagen. Damit fährt man zur Kasse. Dort wird alles gewogen und abgerechnet. Man kann eine Brings-Card zeigen und auf dem Strichcode ist dann ersichtlich, aus welcher Gemeinde man stammt. So ist es eben auch möglich, dass mehrere Gemeinden in diese eine Sammelstelle gehen und eine Sammelstelle benutzen, was dann eben zu einer höheren Auslastung führt. Ja, die Entsorgungstarife, wie sieht es damit aus? Es gibt zwei Gruppen, kostenlos oder kostenpflichtig. Kostenlos ist eigentlich alles, was einen guten Wiederverkaufswert gibt, zum Beispiel Metalle und Papier. Kostenlos ist selbstverständlich auch Glas und Alu, Blech und PET. Das kann alles während den Öffnungszeiten kostenlos im Brings-Zentrum abgegeben werden. Kostpflichtig sind dagegen Materialien, welche der Sonderentsorgung zugeführt werden müssen, zum Beispiel eben Bauschutt, Altholz, Grobsperrgut, Öl, Farbe, Lacke, Verdünner oder auch Pneus, Druckbehälter oder die Entsorgung von Klavieren findet man auch auf der Liste von Brings. Was gibt es denn für Zusammenarbeitsformen von Gemeinden mit der Brings-Filiale? Also eben aufgrund dieser Brings-Card. Es will nicht funktionieren da. Aufgrund dieser Brings-Card kann der Anlieferer eindeutig identifiziert werden, aus welcher Gemeinde er stammt. Und dann wird auch entsprechend abgerechnet, weil das Brings-Modell hat drei Standardmodelle. Das Modell fixer Grundbetrag, das ist das häufigste. Dieses Modell haben wir auch in Herzogenbuchsee hier bei uns. Die Gemeinde entrichtet dem Brings einen fixen Grundbeitrag pro Jahr und pro Haushalt. Für die Bevölkerung bedeutet das, dass die Anlieferungen ohne Behandlungsgebühr getätigt werden können. Also man muss nur das bezahlen für in die Sonderentsorgung. Für das bezahlt man die Gebühr, aber die Behandlungsgebühr entfällt. Das wird durch die Gemeinde übernommen. Dann gibt es das All-Inclusive-Modell.
Da definiert die Gemeinde eine Obergrenze und bis dahin darf jeder Einwohner, Einwohnerin dieser Gemeinde zur Sammelstelle die Abfälle bringen oder die Wertstoffe. Und was dann drüber ist, muss man dann selbst berappen. Und dann gibt es noch Gemeinden, die haben keinen Anschluss oder die möchten sich dann später an das Brings anschließen. Dort ja, bezahlt einfach jeder alles selber, die Bearbeitungsgebühr und die Entsorgungsgebühr. Das Verhältnis von der Gemeinde zum Brings, das ist so, dass die Brings-Sammelstelle nicht eigentlich eine Konkurrenz gegenüber der Gemeinde ist, vielmehr werden Synergien und Zusammenarbeitsformen gesucht und genutzt. Die Gemeindeentsorgung wie Kehricht und Grüngut, die wird von der Sammelstelle nicht tangiert, die läuft über die Gemeinde wie gehabt. Aber zum Beispiel bei den Neophyten haben wir so ein Abkommen, da können die Leute, die Neophyten jetten gehen, privat oder auf öffentlichem Grund, die da mithelfen wollen, und dann kann man das zum Brings bringen und das wird dann dort aufgeschrieben und das bezahlt dann die Gemeinde, bekommt dann eine Sammelrechnung von dem. Aber so kann die Gemeinde auch anbieten, dass eben die Einwohnerinnen und Einwohner die Neophyten gratis eigentlich entsorgen können, nicht aufs eigene Portemonnaie. Ja, eine Brings-Sammelstelle in der Gemeinde zu haben, bringt viele Vorteile. Die Gemeinde kann die gesamte Sammlung von Sonderabfällen auslagern. Es ist eine kostengünstige Variante, als wenn die Gemeinde selber für all das sorgen müsste. Die Brings-Sammelzentren sind auf die Bedürfnisse von Privatanlieferern zugeschnitten. Es ist eine überwachte Anlieferung, da es mit Videokamera überwacht wird, also wildes Deponieren würde auffallen, wer das da macht, weil es überwacht ist. Ja, es werden ökologisch sinnvolle Großbehälter genutzt und dadurch entstehen weniger Transporte. Und es ist eine eindeutige und genaue Kostenzuteilung auf jeden Anlieferer möglich, also ist das System auch sehr verursachergerecht und eben ein hoher Auslastungsgrad der Sammelstelle, da mehrere Gemeinden anliefern können. Ja, zum Schluss kann ich nur sagen, der Erfolg stellte sich rasch ein. Das Brings wird bei uns sehr gut genutzt. Zu Beginn hatte die Sammelstelle verkürzte Öffnungszeiten, aber ziemlich schnell konnte man das ausdehnen auf jeden Nachmittag bis um 6:30 und dann auch den ganzen Samstag. Ja, für die Gemeinde selbst wäre es schwierig, ein solch umfassendes Entsorgungsangebot zur Verfügung zu stellen. Und mit der Regionalisierung und Professionalisierung durch Brings kann der Bevölkerung eine optimale Entsorgungsmöglichkeit garantiert werden. Also man kann sagen, dass Brings hat sich in unserer Region wirklich etabliert. Genau. Merci fürs Zuhören. Danke vielmals. Danke vielmals, Livia. Ich habe noch eine Frage, Livia. Kreislaufwirtschaft ist ja das große Thema heute. Was passiert mit der Ware in der Sammelstelle? Wird das dann alles abtransportiert, verbrannt in einem Kübel? Oder wird das wieder verwertet, recycelt eben, weißt du das? Also genau. Plastik, Alu, Pneu, keine Ahnung. Das ist je nach Wertstoff, also zum Beispiel die Pneu, die werden in der Schweiz in eine Zementfabrik geliefert und dort als Energielieferanten genutzt. Die werden verbrannt. Ja, genau. Und zum Beispiel der Plastik, den kann man übrigens auch im Sammelsack bringen. Mhm. Der wird im nahen Ausland sortiert und dann sortiert wieder in die Schweiz gebracht. Zum Beispiel aus dem Hartplastik wird dann Granulat hergestellt, aus dem wieder Plastik gemacht wird. Und der Plastik, der nicht mehr wiederverwendet kann, wird verbrannt und auch Energie daraus gezogen. Jetzt wäre es ja am besten, gar nichts wegzuschmeißen, oder? Hat Buchsi da auch ein Konzept? Genau. Bei uns gibt es alle 2 Monate das Repair-Café. Das wird von vielen Leuten betrieben, die da Herzblut reinstecken und sich freiwillig engagieren für das Projekt. Mhm. Die Gemeinde hilft da ein bisschen mit, um das zu unterstützen. Weil ja, wenn etwas hergestellt wurde und dann repariert werden kann und wiederverwendet
werden kann, ist das ja das Beste. Hast du auch schon was gebracht ins Rittwerk? Ja, was genau. Denn? Ein Fahrrad. Ein Fahrrad. Und das geht wieder? Ja, genau. Gut, also lieber Repair-Kaffee als wegschmeißen. Danke, Olivia. Ja. Ich muss vielleicht noch sagen, also das Fahrrad, das war dann etwas, was das Repair-Kaffee will nicht Konkurrenz zur Velo-Werkstatt machen, aber es war etwas ganz Kleines, das, ja, das hätte der Velo-Werkstatt dass die Kirche gebracht. Im Dorf wird, wenn die Gemeindepräsidentin irgendwo hingeht, dann schauen alle Leute und denken, was macht die jetzt? Also Olivia, danke für den Moment. Wir sehen dich dann bei der Diskussion wieder. Merci vielmals. Ja, Applaus ist immer gut. So, jetzt wollen wir eben über Plastik reden. Plastik, wir schmeißen pro Jahr wie viel Kilo Plastik weg? Von den 700 Kilo, wie viel ist Plastik? Was denkt ihr? Wie viel etwa? Oh, da muss ich rechnen, wie verrückt, oder? Über 200, sind 125 Kilo Plastik. Sammelt jemand Plastik, also in diesen Spezialsäcken? Fast alle. Ich gebe es zu, ich nicht. Ich schmeiße es in den Abfall und dann wird es verbrannt und das ist dumm, oder? Weil auch Plastik kann man zurück in den Kreislauf bringen und viel Schlaues damit machen. In Biel gibt es ein Start-up, das heißt Enga. Und Enga will das Plastik eben wieder in den Kreislauf bringen. Und der CEO von Enga ist Schildas Höllmüller. Und der würde jetzt ein Referat halten. Aber Schildas hat uns kurz vor der Veranstaltung angerufen und hat gesagt, er habe einen Notfall in der Familie, kann nicht da sein. Wir haben aber seines Leids. Und was wir jetzt machen, ist ein PowerPoint-Karaoke. Kennt ihr das? Also, wir haben die Slides von Schildas. Will jemand das machen und die Slides erzählen, was da drauf ist? Vielleicht nicht, aber Karin Siedler, sie ist Kreislauf-Expertin und hat dann hinterher noch ihren Vortrag. Sie kennt den Schildas, sie hat sich vorhin kurz die Slides von Schildas angeschaut und Karin, du machst jetzt das PowerPoint-Karaoke mit Folien, die du eigentlich nicht kennst. Also, bitteschön, Karin. Soll ich dich begleiten? Soll ich hier stehen und... Du kannst spicken. Kann ich spicken? Also, das ist ja Englisch, bis ich das übersetzt habe. Also. Guten Abend miteinander. Wir machen aus dem Karaoke jetzt auch noch ein Jekami. Ihr dürft also alle euer mobiles Phone in die Hände nehmen und auf enga.swiss auf der Webseite des Unternehmens ein bisschen spicken. Aber das macht ihr nachher. Jetzt hören wir dir. Das ist gut. Jetzt machst du dein Karaoke hier. So. Gut. Also, Enga ist ein junges Unternehmen aus Biel, das sich der Kreislaufwirtschaft verschrieben hat. Was heißt Enga? Oh. Gut. Spicken? Also. Wer spickt? Genau. Also, es geht darum, Plastikabfälle zu reduzieren. Enga stellt Produkte her aus recyceltem Plastik und Plastik, dass der eben schon am Ende des Lebens war. Also damit man wirklich das, was man eigentlich fortwerfen würde und was man entsorgen würde, noch länger in Gebrauch. Also ich sehe da nur 9% vom weltweiten Plastik wird recycelt, oder? Und Tendenz Plastik ist steigend. Das sehe ich da auf dieser Folie, oder? Also es hat viel Luft nach oben. Ja, es ist ein sehr komplexes Thema, weil es gibt ja nicht nur einen Plastik. Und meistens ist der Plastik dann auch nicht noch sortenrein. Und das stellt natürlich Probleme, die man dann lösen muss. Und deswegen ist wahrscheinlich da noch so viel Luft nach oben. Genau, also wenn man Plastik jetzt aber nicht als Abfall betrachtet, sondern als Ressource, dann gibt es da natürlich ganz viele Möglichkeiten, weil wir eben so viel Plastik haben und so viel Plastik eigentlich noch entsorgt wird. Das ist ein Hinweis an mich, oder? Dass ich jetzt auch dieses Plastik sammle. Ich sehe es jetzt da, genau. Ja. Weil, Moment, ich muss schnell spicken, ich habe es gelesen da. Enga auch Plastik verwendet. Ja, das findest du jetzt nie. Mach weiter mit dem Karaoke. Da, kunststoffsammelsack.ch. Also, es gibt es schon.
So, und jetzt hat Gildas das mal runtergerechnet auf den Plastikverbrauch der Stadt Biel, wo wir beide herkommen. Und aus dem Abfall, oder aus dem, genau, könnte man 150.000 solche Stühle herstellen. Plastikstühle. Plastikstühle aus dem 3D-Drucker. Also ganz Biel hätte dann solche Plastikstühle, oder? Genau. Und da sieht man ja auch nochmal schön, halt, falscher Knopf, da, genau, sieht man ja jetzt auch nochmal die Zusammensetzung eines solches, des Inhalts eines Abfallsackes, eben mit dem Siedlungsabfall, den wir produzieren und wie das genau aussieht. Also das heißt, dass ich, wenn das alles in eine, wenn du das eben nicht in den Sammelsack tust, dann müssen die, muss man noch mehr sortieren. Was ist die Mischfraktion, weißt du das? Mischfraktion, das sind zum Beispiel bei Bauabfällen alles, was ein bisschen durcheinander kommt. Stimmt's? Gell? Danke. Einfach das, was man sonst genau nicht zuordnen kann, ist Mischfraktion. Genau. Sehr zusammen schaffen wir das. Abfallgesetz. Nach heutigen Sammelstellen eben kein Recycling ist, separat, du hast vorhin gesagt, was wir alles separat sortieren. Und das, was man dann nicht separat hat, das ist der Rest, das ist die Mischfraktion. Sieht man auch hier, 70-80% kann man recyceln. Mhm. Das ist übrigens der alles weiß, ist der Uli Niefenegger, ist der Chef vom Kanton, der Gastgeber eigentlich heute. Gut, danke Uli. Dann weiter, Karin. Ja, schauen wir mal, wie Enga diesen Loop oder diesen Kreislauf schließt. Und das tut Enga ganz klassisch im Kreislaufsinn oder im Sinne der Kreislaufwirtschaft, indem man Partnerschaften schließt und eben diese Kreise dann gestaltet. Also das geht über die Sammelstelle und wie man die Abfälle aufbereitet, wie man daraus wieder ein neues Produkt macht. Und da gibt es dann auch wieder, eben gibt auch immer wieder mal einen kleinen Zwischenkreis. So, das sind Produkte von Enga. Die Stühle, die da drüben. Die sind aus Plastik. Die sind aus einem Plastik, genau. Das sind Plastikplatten. Und die dann geschnitten wurden und zusammengesetzt, gibt das ganz cool. Hübsche. Ja, Hocker. In der Mitte, das orangefarbene Teil, ist ein Ausschnitt eines Lampenschirms und das ist das klassische Produkt der Enga. Das sind wirklich Lampenschirme aus verschiedenen Plastikmaterialien, die aus dem 3D-Drucker in Biel kommen. Daneben eben sieht man auch noch ein Beispiel einer Plastikplatte oder einer Kunststoffplatte mit einer gewissen Maserung. Also es gibt auch da ganz viele Möglichkeiten, wie man das Material gestalten kann, je nach Inhalt und wie man und was für Material und in welcher Farbe es vorliegt. So, da sehen wir jetzt noch ein bisschen, genau, die Lampen. Und Blumentöpfe? Und Blumentöpfe, das sind eher kleinere Objekte, aber sehr hübsch. Und das Gute an diesen Produkten, sie sind reparierbar und man kann das Material weiterverwenden. Und da eben steht es nochmal. Genau, und wie kommt mein Plastik zu Enga? Eben über zum Beispiel kunststoffsammelsack.ch, also indem man die Plastikabfälle wirklich in den Plastiksack sammelt und das wird dann weiterverarbeitet und Enga bezieht dann darüber. Und die kaufen das dann ein oder so? Genau. Sehr gut. Also in den Gemeinden, wo das Material abgeholt wird, ja, stellt man es auf die Straße, sonst muss man es zur Sammelstelle bringen. Mhm. Wunderbar. Bist du am Schluss, denkst ja, du? Ja, also schau mal. Kommt noch was? Ja, nein. Ja, genau. Also Karin, danke fürs Karaoke. Moment noch schnell, du kannst gleich hier bleiben. Du bekommst viel Applaus natürlich für dein Karaoke. Es gibt schon erste Fragen, die hätte ich Schildas gestellt, ich stelle sie dir. Larissa Müller hat eine Frage eingeschickt, sie fragt, was wird eigentlich aus all den PET-Flaschen, welche wir hierzulande sammeln? Weißt du das? Oder weiß das der Martin Hildbrunner? Weißt du das, Martin?
Kommst du kurz nach vorne? Martin Hildbrunner sehen wir dann ganz am Schluss. Er hat auch eine große Bude, wo eben Abfall gesammelt wird. Martin, sag schnell, was passiert mit den PET-Flaschen, die wir sammeln den ganzen Tag? Also ich bin da auch nicht wirklich der Experte. Ich weiß, es geht zu PET-Recycling. Das wird aufarbeitet, ist ein geschlossenes System in der Schweiz. Und daraus entstehen neue PET-Flaschen und PET-Produkte. Oder eben Turnschuhe habe ich. Recycling-Produkte. Oder T-Shirt und es gibt irgendwie x Sachen, was man daraus machen kann, um es eben in den Kreislauf zu halten. Also, ich danke, du kommst dann später dran, Martin. Ich danke dir für deinen Kurzeinsatz und dann komme ich gleich wieder zu dir, Karin. Wir müssen ein paar Begriffe klären. Also wenn wir von Kreislaufwirtschaft reden, gibt es eben Begriffe wie Recycling. Da haben wir das Gefühl, wir wissen, was es ist. Aber dann gibt es auch noch Reuse zum Beispiel. Wiederverwenden. Genau. Und die Frage ist, was ist denn da der Unterschied? Und jetzt darfst du deine eigenen Folien präsentieren als Kreislauf-Expertin. Also, jetzt gehe ich weg, weil das kannst du jetzt alleine. Da brauche ich den Speaker nicht mehr. So, Bedeutung und Unterschiede. Ich stelle häufig fest, dass es für viele Leute nicht ganz klar ist, was ist der Unterschied zwischen Recycling und Reuse, also zwischen Wiederverwendung und Wiederaufbereitung. So, Definition, ein bisschen Theorie. Also, der Reuse ist die Wiederverwendung intakter, nicht mehr benötigter Dinge, um deren Entsorgung und die Herstellung neuer Produkte zu vermeiden. Das heißt, wenn ich einen Backofen habe, der vielleicht in die Jahre gekommen ist und ich möchte jetzt einer, der auch noch eine Steamer-Funktion hat, dann baue ich diesen Backofen aus und lasse mir einen neuen einbauen, aber der alte funktioniert ja noch. Er hat einfach diese Funktion, die ich gerne gehabt hätte, nicht. Und jetzt kann man den entsorgen, man kann das Material recyceln, da kommen wir nachher darauf zurück, oder man kann das weiterverwenden. Und das ist die Wiederverwendung. Beim Recycling geht es eben darum, dass man die Produkte wieder zerlegt und zu Sekundärrohstoffen verarbeitet. Und da macht man eigentlich das Material, man zerkleinert es, man bringt es in eine andere Form, damit man wieder das Grundmaterial hat und daraus ein neues Produkt herstellen kann. So, das ist der klassische Schmetterling der Ellen MacArthur Foundation. Also wer sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen möchte, findet da ein Riesensammelsurium. Ich will jetzt das nicht alles im Detail beschreiben, das könnt ihr selber nachlesen. Kurz, wir haben hier auf dieser Seite den biologischen Kreislauf und da den technologischen. Und es geht hier um diesen Bereich. Man sieht, also je kleiner der Kreislauf, umso effizienter ist es. Und es geht darum, dass man beim Reuse möglichst auch einen kleinen Kreis haben kann oder bedienen kann. Und bei unser Recycling ist der äußerste Kreis, das ist der am meisten Aufwand und am meisten Energie braucht. So, ich habe versucht, das ein bisschen zusammenzustellen. Das ist ein bisschen viel Text. Also, um die Unterschiede zwischen den beiden Begriffen oder den beiden Themen aufzuzeigen. Also, da geht es jetzt zum Beispiel um den Energieverbrauch beim Reuse, wenn ich ein Lavabo ausbaue, das reinige und das dann wieder einbaue, dann braucht das relativ wenig Aufwand, weniger Ressourcen und wenig Energie. Wenn ich aber das Lavabo zerkleinere, damit ich den Grundstoff wieder verwenden kann, braucht es danach wieder viel Energie, damit das Teil wieder gebrannt werden kann und dann wieder verkauft werden könnte. Das heißt, wir haben beim Reuse eine sehr hohe Effizienz bei der Ressourcenschonung, weil wir gar keine neuen Ressourcen brauchen. Wir verwenden einfach das weiter, was wir schon haben und was funktioniert. Da müssen wir uns dann vielleicht eben auch als Gesellschaft darüber Gedanken machen, was ist Abfall, was darf Abfall sein, warum dürfen wir Dinge wegschmeißen, die noch funktionieren. Und beim Recycling
Das Recycling vermindert diesen, den Abbau von Rohstoffen, ist aber nicht so effizient wie der Reuse, weil diese Rohstoffe häufig nicht ganz so qualitativ so hochstehend sind und man oft doch eben noch wieder etwas Neues zufügen muss, damit man wieder ein zuverlässiges Material hat. Kosten, ein schwieriges Thema. Beim Reuse ist die Aufbereitung sehr kostenintensiv. Es braucht viel Infrastruktur, es braucht eine große Logistik, Lagerung, viele Hände, die das bearbeiten können. Beim Recycling entstehen natürlich auch hohe Kosten, dort eher durch Anlagen und Aufbereitungsprozesse des Materials. Beim Reuse ist der große Vorteil, wir haben das gesehen, bei den Lieferschwierigkeiten nach Corona, die Verfügbarkeit des Materials, es ist alles da. Wir müssen nur wissen, wo und wann dass es ausbaubar ist. Das ist dann der große Knackpunkt. Beim Recycling ist die Verfügbarkeit des Materials natürlich auch ein Thema. Dort braucht es größere Mengen, damit sie effizient bearbeitet werden können. Das heißt eben, es braucht ein ganzes System, das dieses Material sammelt und zentralisiert dann aufbereiten kann. Qualität, ein großes Thema. Beim Reuse geht es darum, oder eben auch in der Kreislaufwirtschaft, dass wir den Materialien Sorge tragen, damit wir sie möglichst lange verwenden können. Also das heißt, es geht darum, dass wir die Originalqualität erhalten oder vielleicht sogar verbessern können. Und beim Rezyklat ist es eben halt ein bisschen unterschiedlich, je nach Material, je nach Aufbereitung kann die Qualität variieren. Und dem muss man dann halt Rechnung tragen mit den Produkten, die man danach daraus herstellen möchte. Entsprechend ist der CO2-Fußabdruck beim Reuse geringer als beim Recycling. Aber also auch Recycling ist natürlich eine gute Lösung. Gibt es eben Herausforderungen und Lösungsansätze. Ich habe es ja schon ein bisschen angesprochen. Die Herausforderung beim Reuse, jetzt vor allem eben auch im Bauwesen, ist die Verfügbarkeit der Materialien. Da muss man Normen Rechnung tragen, also zum Beispiel bei Fenstern den Isolationswerten. Da haben wir jetzt das Glück, dass wir in den letzten Jahren ganz viele Fenster ersetzt haben. Und jetzt kommen langsam die Gebäude in die Jahre. Und man möchte eigentlich die Gebäude um die Fenster herum sanieren, respektive die werden abgebrochen. Und diese Fenster könnte man durchaus weiterverwenden, weil sie den gängigen Normen entsprechen. Aber eben, wie bringt man jetzt dieses bestehende Fenster in ein neues Gebäude? Darin besteht die ganze Kunst. Beim Recycling ist die Herausforderung, dass es zum Teil sehr energieintensive Prozesse braucht und eben, dass die Qualität schwankend ist. Man spricht auch häufig nicht von Recycling, sondern von Downcycling. Du hast vorhin das Beispiel gebracht, dass man aus PET-Flaschen T-Shirts machen kann. Das kann man, ist aber ein klassisches Downcycling, weil aus dem T-Shirt kann man nie wieder eine Flasche herstellen. Es gibt aber eben auch Lösungsansätze. Auch an denen muss man arbeiten und an die muss man glauben. Also das heißt, wenn möglichst viele Leute sensibilisiert sind fürs Thema, bereit sind, auch mal was zu wagen, dann kann man Rückbauprojekte fördern, eben statt abreißen und alles in die Mulde, muss man die Sachen dann oder die Dinge halt dann sorgfältig ausbauen. Es geht wiederum das Thema Sorge tragen, dem Material auch Rechnung tragen, uns nicht einfach wegschmeißen. Es braucht aber vielleicht auch gesetzliche Grundlagen, es braucht Normen, die angepasst werden und man braucht Plattformen und Materialbanken, damit wir dieses Depot, das wir hier haben, eigentlich diesen Reichtum an Materialien, damit er auch verfügbar wird. Und beim Recycling geht es natürlich um Verbesserung von Recycling-Technologien und der Schließung dieser Kreisläufe, damit wir sicher sind, dass eben aus der PET-Flasche wieder eine PET-Flasche wird. Voilà, merci. Karin, eine Frage bei dir, eine persönliche Frage. Yeah. Schmeißt du überhaupt was weg zu Hause? Also bist du da deformiert? Und sagst, das kann man noch.
mit ganz viel schlechtem Gewissen schmeiße ich auch mal was weg. Ja. Aber ja. Also ich gebe mir Mühe, möglichst Aber es gibt Dinge, die du nie wegschmeißen genau. würdest. Genau, und ich kaufe vor allem nichts neu. Nichts neu? Außer Lebensmittel. Kleider auch nicht? Alles Secondhand, bis auf den Ehering ist alles Secondhand. Also der Ehering nicht, den hast du nicht den schon mal gebraucht. Nee. Also gut. Du hast auch die Bauwirtschaft jetzt angesprochen. Wie weit ist das Bewusstsein eben schon da? Nicht einfach ein Haus abzureißen und alles wegschmeißen, sondern das, was man noch brauchen könnte, irgendwo zwischenzulagern. Eine gute Frage. Ich denke, das Bewusstsein ist mittlerweile da, auch der Wille, aber es gibt noch viele Hürden und Schwierigkeiten, die es zu überwinden gilt und die manchmal im Weg stehen, wenn man sich zum Beispiel eben zu spät in einem Projekt darüber Gedanken macht, dass man mit Wiederverwendung arbeiten möchte, dann wird es entweder sehr teuer oder eben dann ganz unmöglich, das zu bewerkstelligen. Sehr gut. Ich danke dir vielmals, Karin. Wir sehen dich auch später noch bei der Diskussion und dann reden wir doch über den Bau. Ich habe es am Anfang auch schon gesagt, beim Bauen entsteht viel Abfall. Aushub ist ein Thema, aber eben auch beim Gebäude sanieren, umbauen, abreißen. Und wir wollen jetzt wissen, wie gut ist eigentlich der Kanton Bern, wenn er selber baut? Also ist man da ein bisschen ein Vorbild? Oder ist Sie rollen die Augen. He? Kreislaufwirtschaft, wie stark ist das schon ein Thema? Ich freue mich, dass Susan Bidou da ist. Sie ist die Leiterin Fachstelle Nachhaltiges Bauen und Bewirtschaften beim Amt für Grundstück und Gebäude des Kantons Bern. So sieht sie aus. Willkommen, Susan. Jetzt schnell noch was aus. Ja, genau. Also meine Hose ist Secondhand, der Rest leider nicht. Genau, danke, dass ich heute hier sprechen darf. Ich werde zu Ihnen sprechen zum Thema Kreislaufwirtschaft, was macht das AGG? Wenn ich das darf. Ja, genau, ich habe es gerade gefunden. Genau, der Kanton hat verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Wir sind Teil von der Bau- und Verkehrsdirektion. Die Bau- und Verkehrsdirektion als Teil der kantonalen Verwaltung stellt unter anderem bauliche Infrastruktur zur Verfügung im Hoch- und im Tiefbau. Und wir als das Amt für Grundstück und Gebäude, also abgekürzt auch das AGG, wir sind für die Hochbauten zuständig. Im Auftrag der Nutzer sanieren wir Gebäude, brechen wir Gebäude ab und bauen auch neu. Die Portfoliostruktur ist sehr vielfältig. Bei den Gebäuden haben wir sehr unterschiedliche Nutzungen. Wir haben, ich sehe es ja hier sogar, genau. Wir haben Schulen, wir haben Verwaltung, das heißt also Büro, Gefängnisse, Polizeiposten werden von uns gebaut und auch saniert und gewartet. Schlösser und landwirtschaftliche Nutzungen sind bei uns auch zu verzeichnen. Der Gebäudeversicherungswert liegt bei 5,7 Milliarden Schweizer Franken. Das ist gesehen auf das gesamte Portfolio der Schweizer Immobilien nicht, ich habe es ausgerechnet, sind glaube ich 0,2%, aber trotzdem ist es ein großes Portfolio und auch sehr vielfältig, wie gesagt. Jetzt 33% CO2-Emissionen, das ist ein Begriff, der ist uns allen bekannt, denke ich, aber 50% vom Rohstoffbedarf wird durch den Bau und Betrieb von Gebäuden verwendet in der Schweiz. 84% Abfallaufkommen durch Bau und Betrieb von Gebäuden. Du hast es gesagt, da ist sehr viel Aushubmaterial dabei. Ich glaube, es sind 19% von diesen 74 Millionen Tonnen, die wirklich Bauabfälle sind. Also das ist ein Gemisch, jetzt ist die ganze Menge dort. Ich habe es nicht mehr auseinandergenommen. Die Zahlen 50% und 80%, 84%, die sind uns nicht so geläufig. Ich glaube, das ist eine recht große Zahl. Das zeigt aber auch, dass die Baubranche ein großer Rohstoffverbraucher und Abfallproduzent ist. Jetzt haben Sie sicher gefragt, was ist das CHP für eine Einheit? Ich habe das mal umgerechnet, die Cheops-Pyramide. Die ist riesig, wenn man sie die Menschen da unten sieht, sehr klein, also für mich ist das auch immer noch unvorstellbar, ich war noch nie dort, die sind riesig und das 23 Mal oder 28 Mal, jedes Jahr.
Was machen wir bereits beim Kanton? Also wir setzen seit Jahren schon mineralische Baustoffe, Recyclingbaustoffe ein. Wir haben das gerade gehört, das ist nicht Reuse, das ist nicht Kreislaufwirtschaft, das ist Recycling. Das ist, ich will nicht sagen Downcycling, aber eine Art Downcycling, je nachdem, wie das Mischverhältnis vom Abbruch, aus was der Mischab, also das Granulat besteht, das verwendet wird, um Recyclingbettung herzustellen. Das kann Mischabbruch sein, da sind dann Backsteine drin, das kann man nicht mehr wirklich auf dieselbe Art recyceln. Genau, also das wäre das Downcycling. Und seit bald 30 Jahren, also doch schon 30 Jahre, ich bin jetzt seit 2 Jahren beim AGG, schreiben wir die Systemtrennung vor. Die Systemtrennung ist eigentlich eine Voraussetzung dafür, dass man Gebäude wieder gut auseinanderbauen kann. Und was heißt Systemtrennung? Das heißt, die langlebige Tragstruktur muss von den kurzlebigen haustechnischen Anlagen getrennt ausgeführt werden. Das heißt, es gibt keine Bodenheizung. Das heißt, es werden alles Leitungen, Kühlung, das wird alles Aufputz geführt. Dadurch kann man auch viel besser reparieren, austauschen. Nutzungsflexibilität ist auch eine Anforderung an unsere Gebäude. Das heißt, wenn wir Nutzung ändern wollen, können wir einfacher eingreifen, es wird günstiger, wir brauchen weniger Material. Was machen wir noch und aktuell? Also wir vernetzen uns, wir wollen auch lernen. Hat nicht geklappt, jetzt. Wir wollen lernen und wir wollen das Gelernte auch in unsere Arbeit integrieren. Warum vernetzen wir uns? Zur Kreislaufwirtschaft ist im Moment, ich würde sagen, auf umgangssprachlich wahnsinnig viel los. Es ist fast, ich glaube, ich darf das sagen, Aktivismus. Es sind sehr viele Akteure, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber das zeigt auch auf, dass das Thema sehr dringlich ist. Es ist in der Politik angekommen, also wir werden auch im AGG, wir bekommen Motionen, Vorstöße, die wir beantworten müssen zur Kreislaufwirtschaft. Wir werden also auch gut gestoßen, was ich auch sehr schätze, auf eine Art. Jetzt, mit wem vernetzen wir uns? Das Baukarussell, das ist eine Austauschplattform von der Stadt Bern. Die Stadt Bern ist sehr aktiv zur Kreislaufwirtschaft. Die WEU dort mit Florina Buschor, sehr sympathische, aktive, junge Frau. Das Netzwerk Kreislaufwirtschaft im Bau Kanton Bern hat sich am 10.04.24 das erste Mal getroffen. Es hat schon eine zweite Sitzung stattgefunden. Wir haben praktisch schon überlegt, was wollen wir mit dem Netzwerk. Und ich glaube, übergeordnet kann man sagen, wir wollen gemeinsam und koordiniert Kreislaufwirtschaft im Bau angehen. Wer ist jetzt in diesem Netzwerk? Da ist der Kanton Bern drin mit der BVD, also AGG, Tiefbauamt und Abwasser und also Abfallamt aber. Die WEU ist dort beteiligt mit der Unternehmensförderung, sind verschiedene Unternehmer- und Planerverbände dort involviert. Die Stadt Bern, Berner Gemeinden und auch die Lehre, die BFH ist dort im Netzwerk mit dabei. Dann Zirkla, das ist ein Verein, der die praktische Umsetzung der Wiederverwendung im Bauwesen unterstützt. Die stellen auch schon Tools zur Verfügung, das gibt es auch schon. Also es gibt Player, die sind schon ein Stück weiter als andere. Und dann gibt es noch die Partner der Charta kreislauforientiertes Bauen, eben diese Charta. Dort sind bundes- und bundesnahe Betriebe organisiert, BBL, SBB Post, der Kanton Zürich, Stadt Zürich und auch privatwirtschaftliche Immobilienunternehmen, Banken, Swiss Prime Site, Mobimo. Also da ist ganz viel Kapital, hat sich dort zu kreislauforientierten Bauen bekannt. Die Partner haben eine gemeinsame Ambition bis 2030 und sie haben sich sogar verpflichtet, bis 2026 eine Umsetzung zur kreislaufwirtschaftlichen Ansätzen, einen Aktionsplan zur Umsetzung von kreislaufwirtschaftlichen Ansätzen zu geben. Wir sind dort leider noch nicht dabei. Was nicht ist, kann auch werden, der Kanton Bern. Es gibt viele Ziele, viele Akteure, es gibt Ambitionen, Tools, aber es gibt noch nicht das Rezept. Man nehme Mehl, Zucker, Eier, das kann man hier bei Kreislaufwirtschaft nicht sagen. Vieles ist noch nicht gemacht worden, vieles wird neu sein, vieles wird uns beschäftigen und echte Zirkularität, bin ich absolut überzeugt, wird die Industrie und unsere Art zu bauen verändern. Wir müssen uns an andere Ansätze gewöhnen, an andere Herangehensweisen. Wir müssen anders planen, wir müssen andere Ansprüche haben an Gebäude und wir können und wir müssen auch voneinander lernen und das ist der Grund, warum wir uns vernetzen.
Jetzt, wir können ja nicht nur von anderen lernen, wir müssen ja auch selber Erfahrung machen. Das ist Schmerzensgeld, würde ich sagen, was wir da zahlen. Wir haben aktuell 2 konkrete Projekte. Also wir haben eigentlich 4, aber die 2 möchte ich jetzt vorstellen. Das ist der Gimmerneufeld. Dort waren ursprünglich 800 Schüler. Praktisch, die Schule war ausgelegt für 800 Schüler. Heute werden dort doppelt so viele Schüler unterrichtet und zukünftig sollen 1750 Personen dort unterrichtet werden können. Ich denke, das braucht Volumen. Der Kanton Bern hat ja großen Bedarf an Schulraum. Das Projekt hier sieht eine Sanierung und einen Ersatzneubau vor. Und Ersatzneubau heißt auch Abbruch. Und was machen wir jetzt mit diesem Abbruchgebäude? Wir haben einen Dienstleister beauftragt, das zu analysieren, welche Baumaterialien, die dort eigentlich abgebrochen und weggeschmissen worden wären, kann man zum Reuse, also wirklich Reuse, nicht Downcycling, Recycling, sondern wirklich zur Wiederverwendung führen. Und da hatte ich ja mit dir schon austauscht, genau, die Schulhausmöbel sind leider nicht in unserer Kompetenz, da müssen wir auf den Schulrektor zugehen, ob man da was machen kann. Genau. Dann Justizvollzugsanstalt Witzwil, kurz JVA. Dort ist, das ist auf der Seite, sieht ein Neubau, Sanierung und Abbruch vor. Witzwil ist, das ist ein Fun Fact, ist der größte Bauernhof der Schweiz, ist ein offener Vollzug im Moment. Es gibt einen Neubau, es wird auch geschlossener Vollzug dort nachher stattfinden oder umgesetzt oder wie man das auch immer sagen möchte. Und was haben wir dort schon gemacht? Wir haben schon eine Analyse über das ganze Areal gemacht und wir haben dort eine sehr gute Ausgangslage. Es ist ein Areal, das also diese Teilprojekte A, B, C, D. D ist der Neubau, C ist eine Sanierung und A und B ist interessant. Weil das ist ein Abbruch und eine Neuerstellung von der gleichen Nutzung. Und dort werden wir jetzt den Bau, den wir abbrechen wollen, praktisch inventarisieren, schauen, was können wir dort wieder brauchen. Wir haben auch das Glück, dass das Areal Freiflächen hat, das heißt, wir haben auch kein Problem der Zwischenlagerung. Wir können zwischenlagern und wir sind auch zeitlich, haben wir das selber im Griff. Was, wenn wir abbrechen, können wir bestimmen, wenn wir zwischenlagern, wo legen wir es hin und wann bauen wir wieder auf. Was noch spannend war, jemand hat mir gestern gesagt, dass auch Hallen, große Hallen im Moment zur Verfügung stehen und ich bringe das mal ein, weil die Nutzungen, die dort eben wiederhergestellt werden sollen, das sind landwirtschaftliche Nutzungen, das sind Kuhställe, das sind irgendwelche Heuunterstände und so weiter, da werden ja solche Hallen eigentlich sehr gut geeignet. Genau. Dann integrieren. Ich meine, jetzt haben wir da viel Erfahrungsaustausch, es wird viel geredet zum Thema, viel geschrieben und ich bin eher so für die konkreten Sachen. Ich mag das, wenn es konkret wird und wenn man was sieht, wenn sich was entwickelt und was entsteht. Und damit das eben festgehalten wird und nicht nur irgendwo versandet, wollen wir für uns das Wesentliche festhalten und auch für andere Projekte nutzbar machen. Und das wird nicht von heute auf morgen möglich sein, das ist ein langer Weg, sind alle irgendwie am Ausprobieren. Aber ich kann sagen, der Kanton hat sich auf den Weg gemacht. Ich glaube, die Botschaft kann man mitgeben. Genau. Merci vielmals für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Danke, Susan. Eine Frage in Witzwil. Also was kann man denn da wieder brauchen von diesem Material? Hast du dann konkretes Beispiel? Ist das Holz? Mhm. Ist das Beton, das man irgendwie abbaut? Und dann, oder was ist das? Genau. Wir haben im Sanierungsfall, jetzt ist gerade nicht der Abbruch, aber im Sanierungsfall gibt es Aluminiumfenster und dort wird geprüft, die normalen Aluminiumfenster, zweifach verglast, die haben ja die Profildicke nicht. Und da wird geprüft, ob man aufdoppeln kann und einfach frisch verglasen kann. Dann gibt es Aluminium- oder Metallverkleidung, da wird geprüft, dämmen und die Metallverkleidung wiederverwenden. Mhm. Das sind solche Themen. Oder beim Abbruch, das sind alte Gebäude, da geht es wirklich um Holz und da fängt das nicht das Problem, also ich will nicht sagen ein Problem, aber da ist eine Schwierigkeit, weil Holz lebt und hat sich über die Jahre verändert. Mhm. Und man muss auch schön. Oder? Absolut, aber man muss sicherstellen, dass die statischen Anforderungen gewährleistet sind. Mhm. Also das heißt, man muss das wirklich prüfen und das ist ja eine der Herausforderungen. Also es ist kompliziert, stelle ich fest. Herausfordernd.
Es sind schon ein paar Fragen gekommen von Ihnen. Dankeschön, zu Hause. Du müsstest noch einen Begriff klären, Susan. Was heißt Downcycling? Hast du da ein Beispiel? Du hast auch von Downcycling geredet. Genau, das hast du ja eigentlich schon gut erläutert. Genau, das geht darum, dass man ein Material nicht in die wirkliche Wiederverwendung, also du gibst mir deine Uhr, danke, und ich nehme die und benutze die. Das wäre eigentlich Reuse, und Downcycling wäre, was könnte ich mir jetzt da ausdenken, ich nehme das, die Uhr, und mache die kaputt und nehme die als irgendein anderes Schmuckstück. Ja. Dann könntest du die ja nie wieder als Uhr verwenden, das Glas wäre nicht mehr wahrscheinlich rausziehbar. Mhm. Also besser, man braucht sie immer wieder als Uhr. Oder wie genau. Du gesagt hast, PET-Flasche kann man immer wieder erneuern in neue PET-Flaschen, aber wenn es Turnschuhe waren, dann ist mal finito, genau. Weil mit Plastikturnschuhen kann man nichts mehr machen. Das wäre Downcycling. Oder? Genau. Dann noch eine Frage für dich von Boris Fluri in Bern. Welche Baumaterialien haben den geringsten CO2-Abdruck? Holz. Holz. Und warum baut man nicht mehr mit Holz? Gute Frage. Nein, wir bauen viel in Holz, ja. Und der Kanton, wir haben auch die Vorgabe, wenn es geht, technisch machbar ist, in Holz zu bauen. Das ist sicherlich auch. Gut, weitere Fragen von Ihnen dann hinterher. Danke, Susan, für den Moment. Ja. So, merci vielmals. Wir gehen nach Rietwil. Martin, wo ist das? Ist das da eine? Ja, die Richtung. Die Richtung, gell? Ein paar Kilometer weiter, Rietwil. da steht das RRC Rietwil, das Reuse und Recycling Center. Und dank Karin wissen wir jetzt, was das alles bedeutet. Und der Martin ist da, der Chef, Martin Hilsbrunner. Und er sagt uns jetzt, was da alles passiert bei dir in der Firma. Danke, Martin. Gerne, vielen Dank. Wo muss ich drücken? Ja, einfach, wo es ein Pfeil hat. Nein, das ist falsch. Du musst in die Mitte. So, super. Gut, merci vielmals. Vielen Dank. Es freut mich, hier sein zu dürfen und etwas über das Thema Reuse und Recycling, Reuse im Recycling und Gebäuderückbau erzählen zu dürfen. Aus der Praxis, wie wir das machen, wie wir das handhaben, was sind die Hürden, was sind die Hindernisse und die Vorgehensweise. Reuse ist für uns eine sinngebende Tätigkeit, die uns ermöglicht, direkt etwas dazu beizutragen, um graue Energie einzusparen. Wir praktizieren das seit langem. Wir sind eine Familienunternehmung in der dritten Generation, wurde von meinem Großvater 1936 gegründet. Seit traditionell schon immer verwendet er Baumaterialien, baut Türen, Fenster auf, nimmt die ans Lager und verkauft das wieder. Das machen wir nach wie vor, haben das erweitert. Wir haben 2015 das RRC Rietwil Reuse Recycling Center eröffnet, nicht nur ein Recycling Center. Das Reuse-Thema war schon eigentlich der treibende Motor für das so zu realisieren. Wir sind ähnlich wie das Springs, was wir schon gehört haben, eine öffentliche Sammelstelle, auch mit Gemeindeauftrag von unserer Gemeinde und umliegenden Gemeinden. Für Privat und Gewerbe, wir sind eine öffentliche Annahmestelle, mit spezialisiert auch auf Großmengen, Sperrgut und Altholzaufbereitung. Wir sind heute eine Unternehmung von rund 20 Mitarbeitern und machen jährlich rund 3 Millionen Umsatz. Zum Thema Reuse bin ich dankbar, haben wir schon jetzt konkret gehört, was der Unterschied zum Recycling ist. Recycling im Gebäuderückbau ist ein großes Thema, seit langem bekannt, das Thema Reuse eher weniger. Ist auch nicht ganz ohne. Es bedingt gewisse Grundkenntnisse. Wir gehen so vor, dass wir bei Beginn einer Baustelle ein Briefing machen und vorher definieren, was kann demontiert werden, was nicht. Vieles ist theoretisch, vieles kann erst während der Demontage dann wirklich bestimmt werden. Klappt das so, wie wir uns das vorgestellt haben, oder ist der Aufwand zu groß für die Demontage? Es bedingt gute Handwerker, wir haben Fensterbauer und Schreiner bei uns in der Abbruchequipe, die die Bauteile ausbauen, oder ausgebildete Maschinisten, die genau wissen, wann Stopp, wann mache ich weiter. Auf dem Bild
ist schlecht erkennbar. Ein Beispiel, wo wir Leimholzbinden mit der Maschine direkt aus dem Gebäude ziehen. Da braucht es Fingerspitzengefühl. Es ist auch immer ein Spagat zwischen Effizienz und Vorsicht. Sobald erkannt wird, es klappt nicht so, wie wir das uns das vorstellen, dann müssen wir abbrechen und dann kommt es ins Recycling. Im Recycling ist das selbstverständlich etwas einfacher. Ich möchte das dennoch am Beispiel RRC anzeigen, wie das bei uns vonstatten läuft. Man fährt bei uns bei der Sammelstelle auf die Fahrzeugwaage für die Großmengen oder LKWs oder ist separat vom Werkhof für die Kleinmängel die Sammelstelle für Private. Die Ware wird vom Personal, bei uns ist eine betreute Sammelstelle, definiert, was lohnt sich ins Reuse, was nicht. Das gibt manchmal etwas Differenzen, aber es kann nicht alles wirklich wiederverwendet werden direkt. Es gibt Sachen, da muss man sich schon trennen davon und dann gelangt es ins Recycling. Das ist ein Blick im Innern der Sammelstelle. Dasselbe passiert auf dem Werkhof. Da entscheidet das Werkhofpersonal und der Maschinist, was noch wiederverwertet kann, was ist jetzt schade, direkt in die Mulde zu drücken. Dann kommt das in die Aufbereitung, wird gereinigt und gelangt schlussendlich auf die Verkaufsfläche oder kleinere Sachen in die Reuse-Fundgrube bei uns. Wir haben ein großes Verkaufslager. Verkaufen hauptsächlich über unseren eigenen Webshop wiederverwendung.ch, aber auch über die gängigen Kanäle wie Ricardo oder eBay Tierwelt oder selbstverständlich Usagen ist auch eine Plattform. Dann zu den Problematiken. Weshalb wird das nicht mehr praktiziert? Wir sind weit in der Gegend die Einzigen, die das so praktizieren. Alltäglich, es ist, wie gesagt, nicht ganz einfach. Ein Thema sind die schadstoffbelasteten Materialien, das ist wirklich elementar und wichtig, dass da nichts wieder in den Umlauf gelangt, das asbesthaltig ist oder PCB-haltig oder mit Holzschutzmittel behandelte Balken und so weiter. Ist nicht ganz ohne. Wir bieten das über unsere zweite Firma direkt an, wir machen auch Diagnostik. Ich selber habe die nationale Prüfung, wir machen mit bauschadstoff.ch, das ist unsere Homepage, bieten wir diese Dienstleistung an. Deshalb sind wir da auch zu Hause und haben diese Sicherheit, dass wir da seriös vorgehen. Es stellen sich Qualitäts- und Garantiefragen, das haben wir vorhin gehört schon, gerade bei Stahlträgern mit statischen Bauten und so weiter, das ist auch etwas heikel. Dann sind es oftmals wirklich die fehlenden lukrative Anreize. Es ist im Verhältnis Kostenaufwand für die Demontage, für die Lagerung, für die Aufbereitung, im Verhältnis zur Neuware einfach zu wenig Fleisch am Knochen, dass das viele nicht machen. Wir gehen da immer den Ansatz, es muss kostendeckend sein, wir müssen wirtschaftlich funktionieren, es muss eine Rendite dabei herausschauen für uns, wenn auch nicht in irgendeiner Höhe, aber wir können es uns nicht leisten, hier Geld zu verlieren auch. Dann ist es, wie ich schon vorhin erwähnt habe, bei vielen Rückbauer oder auch bei Recyclingstellen bestimmt auch das fehlende Know-how, wie vorzugehen ist für die Demontage, für die Aufbereitung, aber auch für den Verkauf, was dann wiederum Detailhandelsfachkenntnisse braucht. Ja, somit bin ich im Zeitraum. Perfekt, ich danke fürs Zuhören. Danke vielmals. Aber das heißt, eigentlich so ganz durch ist das noch nicht, oder überall. Das ist erst der Anfang. Und ihr seid da Pioniere. Das, ja. Das sehe ich richtig. Ja, Pioniere, wir machen das traditionell. Mhm. So, und schon lange, genau. Ja.
Mit aber Leidenschaft. Eben, das, was du auch sagst, ist eine teure Geschichte, irgendwie das ausbauen, aufbereiten und dann wiederverkaufen im Vergleich vielleicht zu Neuware aus China, machst du wahrscheinlich, ja, bist du dann Zweiter. Das ist richtig, ja. Ja. Und wir haben auch schon Geld verloren, so, ja, ganz klar. Ja. Mhm. Ich habe eine Frage an dich von Laura Baschung, Oberwil. Können auch Solarpanels recycelt werden? Ja, das gibt jetzt die Möglichkeit, diese abholen zu lassen. Das geht dann über neu über das VRG, Sensvico Recycling. Mhm. Richtig. Ihr macht das nicht, zu dir kann man die nicht doch bringen? Oder, ja, einfach zur Sammelstelle und wir geben, mhm, die weiter. Und was passiert dann mit denen? Es ist immer eine große Frage, ja, so nachhaltig ist das nicht mit dem Solarpanel. Sind wir oder am selben wie beim PET Recycling, da, ja, bin ich nicht die Fachstelle. Mhm. Ich weiß, dass vieles möglich ist. Mhm. Was genau damit passiert, die baut man dann wahrscheinlich auseinander. Wird bestimmt ein Downcycling, ja, sein, ja. Gut, also Martin, du kannst gleich hier bleiben und wenn du noch den Tisch holst, da drüben, okay, dann wärst du der Held des Abends. Gerne. Also, gut, ich glaube, wir können wieder wechseln auf Schweizerdeutsch, Berndeutsch in unserem Fall, gell? Und jetzt wäre die Idee, dass ihr alle eure Fragen könnt stellen könnt. Im Saal brauchen wir ein Mikrofon, dass die es daheim noch hören. Und die daheim oder wo ihr auch immer seid, ihr könnt weiterhin im Chat die Fragen schicken. Ein paar habe ich schon bekommen. Und wir brauchen wieder die Livia, die Susanne und Karin. Genau. Und ich habe gehört, der Schildas schaut uns von daheim zu. Er hat nämlich die Frage mit der PET-Flasche hier in den Chat hineingeschrieben und beantwortet. Schildas, ich hoffe, es ist alles gut. Alles Gute. So, also, hat jemand gerade, wollt ihr gerade starten mit der ersten Frage? Bitte schön. Zu den Solarpanel. Du, ja, heute komplett, wir tun die komplett auseinander. Das Aluminium separat, Glas separat, Beschichtung separat. Und kann, glaube ich, nicht 98% recyceln. Mhm. Das ist ein Downcycling auf hohem Niveau? Nein, das Aluminium kann man wieder brauchen, ja, aber es ist ein Downcycling, ja, das ist klar. Ja. Gut, danke vielmals. Merci. Weitere Fragen von jemandem von euch? Danke vielmals. Ja, wenn man baut, dann geht man ja zum Architekt und lässt sich, mhm, mal etwas vorschlagen, wie so ein Haus könnte aussehen. Und dann, wie kommen die Architekten dann zum Wissen, dass man eben auch mit Reuse-Produkten einen Teil vom Haus bauen könnte? Mhm. Gibt es da Bemühungen vom Kanton oder von Verbänden oder so, dass, mhm, das auch dort das Wissen verankert wird? Das ist gut. Also wenn ihr wollt ein neues Haus bauen, nicht irgendwie sanieren oder so, sondern neu bauen, genau, wie wissen die Architektinnen und Architekten, wo das sie können gehen, in die Pfundgrube greifen, zum Beispiel bei Martin oder so? Wie wissen die das? Karin, weißt du das? Oder Susanne? Ich könnte etwas dazu sagen, aber ich weiß jetzt nicht. Yes. Gut. Also gut. Das Netzwerk Kreislaufwirtschaft im Bau beim Kanton Bern zielt ja genau darauf ab. Also wir haben BFH steht Teil der SIH, die Gruppe von Bern ist dort mit, mhm, dabei. Das sind Architekten. Das sind Architekten, mhm, genau. Dann ist der Ingenieurverband ist dabei. Und wir haben in der letzten Sitzung diskutiert, was wir wollen mit dem, mhm, Netzwerk. Und ich bin sicher auch froh, das Wissen, was wir dort werden erwerben, dass wir das können weitergehen können, dass man in die Lehre damit geht, weil wir haben auch den Baumeisterverband dabei. Also wir haben wirklich ganz viele Verbände dabei, die nachher bei ihren Mitgliedern in der Lehre, in der Ausbildung, mhm, in der Kreislaufwirtschaft gedacht. Also das heisst, ich kann meinem Architekt sagen, ich will Fenster, die ausgebaut sind, und dann weiss der, wie das er es machen muss. Nein. Nein. Also, ich glaube, das kann man so noch nicht, ja, sagen. Also es gibt verschiedene Plattformen, die man bemühen kann. Mhm. Man kann natürlich eben bei Branchenverbänden, wie zum Beispiel mit Zirkel, nachfragen. Mhm. Da gibt es auch Plattformen, wo die Anbieter drauf sind, wo das, mhm, mit, eben so wie Martin schon anbieten. Also das heisst, man muss eine Richtung darauf hinweisen, dass er das jetzt soll, genau, wenn man das, genau, möchte. Es passiert aber im Moment auch sehr viel auf der Ausbildungsebene. Es kommt eine junge Generation Architekten jetzt aus der Uni oder aus der Fachhochschule, wo mit dem Thema bekannt, mhm, ist und auch weiss, wie er umsetzt. Gut, gibt es die Jungen, gell? Mhm. Das ist ja so. Ich habe hier eine Frage, soll man Altkleider noch in den Sack tun oder gleich wegwerfen? Ich habe gehört, sie landen sowieso auf Abfalldeponien in Chile. Das Risiko ist relativ gross, ja.
Also, wegschmeißen? Nein, weitergeben, weiterverkaufen. Also meine Secondhand-Kleider, wenn mir sie dann nicht mehr gefallen, tue ich wieder weitergeben, entweder ins Brocchi oder auf Ricardo. Mhm. Das heisst, man muss dem Zeug halt ein bisschen Sorge haben und dann kann man es aber durchaus noch weiter. Also ändern nicht in den Sack? Ändern nicht in den Sack. Gut, danke, dann wissen wir das auch. Weitere Fragen von euch? Ja. Moment noch schnell. Mikrofon brauchen wir, genau. Noch eine Frage zum Solarzellen-Spezialist. Der Hauptanteil, grosser Anteil ist ja Silizium. Was passiert mit dem, wenn downcycled wird? Wenn ihr sagt, es wird downcycled, was wird passiert mit dem Silizium? Halt, Mikrofon hin und her geben, sonst hören die daheim nicht. Merci. Der Anteil von Silizium ist sehr wenig, wenn man zum Beispiel das Aluminium und das Glas und so weiter schaut. Oder? Mhm. Das ist wenig. Das wird auch recycelt, das wird richtig zurückgeführt. Im Prozess um Silizium haben wir genug auf der Welt. Millionen von Tonnen, das ist kein Problem. Aluminium, das sehr energieintensiv ist, haben wir weniger. Also, und Glas auch, wo man Glas wieder kann verwenden kann. Also zurückgeschmolzen, eben downcyclen, aber man kann an und für sich wieder neue Panel herstellen. Mit anderen Beschichtungen. Aber wichtig ist, das haben wir jetzt gehört, dass man die Rohstoffe möglichst lange in diesem Kreislauf hat. Eine Frage zur Elektromobilität von Didier Deschamps von Säftigen. Wie weit können die eher schmutzigen Batterien, also von Elektroauto, umgenutzt oder recycelt werden? Auch ein grosses Thema. Aber ich weiß nicht, gibt es da Lösungen, Martin? Weißt du das? Ja, ansatzweise weiß ich es, aber ich glaube, das weiß der Herr besser. Oder der Uli Niffenegger. Uli, kann man Autobatterien recyceln, wieder brauchen? Was machen wir mit denen? Ja, die tut man reuse, second use und noch weiter, bis man es dann irgendwann nach 50 Jahren oder noch später recyceln kann. Wer will, kann zu mir schauen, mir daheim steht jetzt gerade so zwei Autobatterien, für das sie zusammen mit der PV-Anlage eben das Haus vielleicht ein bisschen besser, noch höhere Eigenproduktion kann nutzen. Die kann man daheim brauchen, für also Solarenergie zu speichern. Ganz genau. Das, ja. Also der Garage hat mir gesagt, ah, du, PV-Anlage, wo schon Patrick gesagt, ich bin interessiert. Hat sie im Dorf mit dem Stapel gebracht und dann kann ich die in den nächsten 30 Jahren nutzen. Und wenn ich das Gefühl habe, sie haben wirklich nicht mehr genug Power, dann kann sie auch noch gerade in meinem Dorf, oder im Nachbardorf bringen. Dort steht die beste Recyclinganlage der Schweiz, die zu 96% die Autobatterie recycelt. Das ist Batterie gar kein Spiez. Also von dem her, man kann heute wirklich technisch das problemlos Reuse und Recycling machen. Also es ist eine Ausrede, die Leute, die sagen, ja, und mit diesen Batterien, was macht man? Man muss sie ja dann auch fortschmeissen. Das ist ja auch Abfall, oder? Man kann sie relativ lang brauchen. Genau. Sehr gut. Graue Energie, das ist interessanterweise ein grosses Thema bei denen, die von den Heimen aus geschrieben haben. Können wir, Thomas Döbeli, können wir in den kommenden Jahren gesetzliche Vorgaben zu grauer Energie im Neubau erwarten? Jetzt müsste Susanne vielleicht noch die graue Energie kurz definieren, weil das auch ein relativ neues Thema ist. Ja. Graue Energie ist die Energie, die verwendet wird, um Baustoffe und Rohstoffe herzustellen, die wieder verbaut werden, also die wir benutzen, um Gebäude herzustellen. Das ist graue Energie, Herstellungsenergie, Primärenergie. Genau. Also zum Beispiel Beton herstellen braucht Aluminium. Viel CO2 für das. Genau, Aluminium, der Herr hat es erwähnt, sehr energieintensiv und das ist die graue Energie. Und offenbar hat man die bis jetzt noch nicht irgendwie gross gerechnet. Darum können wir in den kommenden Jahren gesetzliche Vorgaben zur grauen Energie im Neubau erwarten. Also man hat sie gerechnet, wenn man Minergie Eco gebaut hat. Das ist schon lange dort eine Anforderung vom Standard. Und gesetzliche Vorgaben, ich glaube, Politik stößt und stößt und stößt. Uli, da weißt du aber besser Bescheid. Ich denke ja. Ja, halt doch gerade für. Das ist absolut aktuell. Gestern hat der Grosse Rat des Kantons Bern eine Motion in ein Postulat umgewandelt. Das heißt, der Regierungsrat wird beauftragt, dass er künftig eben genau im Gebäudebereich die graue Energie auch auf gesetzlicher Ebene einbauen muss. Das heißt einerseits, dass man prüft, wie könnte man Anreize schaffen, dass man eben genau die Kreislaufwirtschaft voranbringt und Reuse macht. Und auf der anderen Seite, dass man beim Neubau tatsächlich auch Vorgaben gibt. Ist nicht nur im Kanton Bern ein Thema, sondern ist in der ganzen Schweiz bei den Energiedirektoren,
ganz speziell letzten Freitag das beschlossen, also wir sind da absolut aktuell, dass wir künftig eben bei Gebäuden auch die graue Energie berücksichtigen. Was total wichtig ist, weil das ein grosser Faktor ist, oder? Ja, ich kann dir nicht schnell kannst reden, wie du willst. Was wird getan, damit nachhaltiges Bauen, also weniger CO2 und eben graue Energie und so wieder Wiederverwendung von Abbruchmaterial in Ausschreibungen eine Chance hat und fair ist? Weil es ist ja eventuell etwas teurer, wenn ich das richtig verstehe. Ich denke, das ist eine von den Herausforderungen, die wir jetzt müssen einfach bewältigen und klären. Ja. Das ist ja das, was du sagst, Martin. Gell? Du hast, je nachdem, was es für ein neues Produkt ist, keine Chance wegen dem Preis, oder? Was bräuchtest du denn da? Ja, also jetzt im Thema Reuse, ganz klar. Also wir sind hier einfach voll im Wettbewerb und wir können dem nicht Rechnung tragen. Es ist nebst dem Preis ist oft auch der Zeitdruck, wo das Thema sehr hinderlich für das Thema sehr hinderlich ist. Aber natürlich wäre das wünschenswert, wenn sie in den Ausschreibungen viel mehr berücksichtigt würde. Ja. Das wünschten wir uns auch. Darf ich noch schnell etwas zum Thema Preis sagen? Das ist immer die Schwierigkeit, wenn man dort den Köpfen mit Birnen vergleicht. Also wenn wir ein Material neu kaufen, dann zahlen wir hauptsächlich den Materialwert. Wenn wir ein wiederverwendetes Material brauchen, dann zahlen wir die Infrastruktur und das Personal, das wir brauchen, dass wir für das können bereitstellen können, verkaufen oder es anbieten. Und das sind natürlich mit der Kostenstruktur in der Schweiz, die ihr alle kennt, haben wir da natürlich andere Bedingungen, als wenn man ein günstiges Material aus dem Ausland. Aber schlussendlich habe ich einfach ein Fenster und je nachdem, wenn ich 15 Fenster habe in meinem neuen Haus, spielt es eine Rolle, wie teuer das die sind, oder? Sicher, aber du kaufst natürlich viel mehr bei einem gebrauchten Fenster als nur das Fenster. Du tust der Umwelt noch etwas Gutes, unter Umständen sozial auch noch einen guten Zweck erfüllt. Und dann, wenn man das irgendwo könnte in die Waagschale werfen, und da ist eben Politik gefordert, dann ist es unter Umständen dann schlussendlich gleich interessanter und auch finanziell interessanter, es braucht es teilweise. Und man schläft besser mit diesen Fenstern. Oh, definitiv. Ein gutes Gewissen ist immer gut. Hat jemand von euch gerade eine Frage? Dort hinten vielleicht zuerst? Dann kommen wir dann schon wieder dran. Guten Abend. Ich habe eine Frage wegen der Strasse. Jetzt bei mir wird die Strasse erneuert in der Nähe. Oder? Und da wird das Grün rausgepackert. Und wenn es mir recht ist, wird das einfach auf die Deponie geleert. Wo könnte man jetzt das nicht recyceln? Es gibt ja... Oder wieder rein tun? Ja, oder? Also man muss natürlich, es wird nicht einfach rausgenommen, weil es den Anforderungen entspricht. Aber man könnte das vielleicht recyceln, aufbereiten, dass man es wieder brauchen könnte. Ja, das wäre jetzt genau ein Beispiel, oder? Also ohne das jetzt genau zu wissen, würde ich sagen, das passiert. Weil das wird zurückgenommen und das wird auf der Deponie deponiert. Aber nicht einfach deponiert, sondern wiederverwendet an einem anderen Ort, wo man das eben kann wiederverwenden. Und wir haben jetzt gerade, das ist relativ frisch, vor einem Monat ist die USRO-Empfehlung für mineralisches Recyclingmaterial, Verwendungsempfehlung, die ist vom Kanton Bern und von Solothurn erstellt worden und dort ist ganz klar aufgeführt, welche Materialien kann man wieder verwenden, welche werden empfohlen und dass sie eben wiederverwendet werden sollen. Das ist eben der Grund, warum es die Empfehlung gibt. Danke vielmals. Eine Frage oder eine Erklärung? Beim Strassenbau wird ein grosser Teil vom Bitumen wird zurückgewonnen, je nach Klasse. Man schaut, was für eine Zusammensetzung hat. Einer hat mehr Wert als der andere. Und das wird so separat gehandelt und wieder einbauen. Für anderes zum Teil dann gecycelt, aber es wird gebraucht. Oder? Ich nehme da schnell eine Frage. Wie gross ist das Problem von Mikroplastikabfällen in Berner Gewässern? Ich denke, wir haben das Problem wie überall auch. Ja, aber wie groß ist es? Das kann ich nicht beantworten. Ja. Also das ist eben immer noch zu viel Plastik das irgendwo in den Seen oder in den Flüssen oder so landet. Ja. Unter dem Grenzwert. Uli, weißt du da mehr dazu? Unter dem Grenzwert, sonst wäre es die Zeitung, oder? Ja, genau. Ja. Es sind ja, also unter Grenzwert ist es auf jeden Fall, das ist ja so. Aber das Problem, das ich länger mehr Sorgen mache, dass sie Nanopartikel, wirklich die Mikroverunreinigungen,
Das kann auch Plastik sein, aber dort ist jetzt die gesetzliche Massnahme so, dass unsere Aras umgebaut werden, nachgerüstet werden, ist sehr energieintensiv, kann ich auch nicht sagen, und sehr kostintensiv. Also das ist der grosse Nachteil, dass man für solche nachgelagerte Reinigungen noch viel mehr muss, ja, investieren muss. Und vor allem, es ist auch energieintensiv, ist klar, weil man das muss rausfiltern. Aber dort, wie das holt man raus, ist ein echtes Problem. Das schließt gerade die Frage, was tut der Kanton Bern zur Vermeidung von Plastikabfällen? Hat er ein Konzept? Haben wir ein Konzept, Susanne? Also, ich würde die Frage gerne zurückspielen. Was kann der Kanton machen? Ich meine, der Kanton erzeugt keinen Plastikabfall in der Menge wie jetzt jeder einzelne Einwohner. Also da würde ich zurückspielen, eigene Nase und schauen, was kann jeder Einzelne tun. Und ich meine, der Kanton, wir bauen, wenn ich das behaupten darf, keine Kunststofffeister ein, unter Vorbehalt. Das ist ja zum Beispiel Plastik vermeiden, wobei die Plastikfenster dann auch wieder 20 Jahre im Gebäude sind und man kann die auch recyceln, da gibt es auch schon Verfahren. Also bin nicht sicher, ob wir als AGG beim Bauen in der Pflicht sind, Plastikabfall zu vermeiden. Weil ich glaube nicht, dass wir die große Menge erzeugen. Ja, okay. Aber vermeiden von Plastik, das ist ja überall ein Thema, oder? Das ist auch das da ein Thema, oder? Macht ihr etwas sensibilisieren oder keine Ahnung? Ja, also ein Unverpacktladen, im Unverpacktladen einkaufen. Gibt es das da? Das gibt es in Buchsi, genau. Und ja, es gibt ja auch diverse Grosshändler, die Plastik vermehrt durch Karton oder so ersetzen. Also Plastik ist nicht grundsätzlich nur schlecht, solange man das kann sicherstellen, dass es eben im Kreislauf bleibt und nicht irgendwo in der Natur landet, gibt es durchaus Einsatzbereiche, wo es absolut sinnvoll ist, einen Kunststoff zu verwenden. Und dann gibt es natürlich noch Kunststoff und Kunststoff. Also ich glaube, da muss man wirklich sehr differenzieren, von welchem Plastik das man redet. Uli? Ich würde gerne noch eine Frage stellen, Martin, im Zusammenhang eben mit Reuse. Ist denkbar, dass man auch einen Stoff abholen kann und dafür etwas bekommen. Beispiel, und das würde nämlich den Reuse fördern und das würde auch gescheite, wie soll ich sagen, neue Anlagen fördern. Typisches Beispiel, wenn heute ein Gebäudebesitzer eine Photovoltaikanlage bauen will, dann macht er meistens eine Aufdachanlage und sagt, warum machst du das? Ja, weisst du, mein Dach ist noch ziemlich neu, 10-jährig oder so. Und ich sage, aber die Ziegel kann jemand anders, der das Norddach hat, viel besser braucht als das. Eigentlich, wenn man könnte die Ziegel etwa zu dem Preis abgeben, wie es einem mehr kostet, es kostet ein bisschen mehr, das Dach als in Dachanlage zu machen, man hat aber ja viel zu besseren Dach, dann würden wahrscheinlich ganz wahnsinnig viele Leute heute nicht mehr Aufdachanlagen machen, die klar schlechter sind und irgendwann schon wieder vom Recycling her nicht besser sind. Wenn man das möglich wäre, ist das denkbar, dass man für Baustoff, der in Reuse geht, auch noch etwas überkommt? Also vorher gehört beim Brings, entweder kostet es mich nichts oder ich zahle etwas. Wäre es denkbar, dass ich etwas überkomme dafür? Also wie eine Börse eigentlich, oder? Es geht natürlich in diese Richtung, oder? Dass ich einen Baustoff habe. Also wenn es gibt auch noch Baustoff, wenn man ein Haus baut, bleibt am Schluss, weiss ich was, vom Bad sind wir ganz viele Blättchen übrig von der gleichen, wo ja wahrscheinlich niemand braucht, aber jemand anderes könnte es brauchen. Die meisten bringen es nicht in irgendeine Bauteilbörse, weil uns die noch fehlen. Bei euch ist das, glaube ich, möglich. Das finde ich ganz toll. Aber eben der mit dem, ist es denkbar, dass man nicht eine Entsorgungsgebühr zahlen muss, sondern eben eine irgendetwas bekommt, für das ich einen Baustoff bringe, für die Second Use. Ist das ein Geschäftsmodell, Martin? Nein. Wir werden überhäuft mit solchen Anfragen. Ah, wirklich? Ja. Ja. Also das Interesse ist schon da, dass man da noch ganz viel Geld bekommt dafür. Das bedingt. Also unser Modell läuft so, dass wir in Regel das berücksichtigen. Es ist halt in Regel dann nicht der Betrag, den sich die Leute vorstellen, wo wir eine Rückvergütung machen. Wenn wir es aber abholen, dann wird es eine Rechnung geben. Also dass man das in dem Sinn kostenlos holen und noch Geld bekommt, geht die Regel nicht auf. Aber so. Du kannst sie ja vielleicht nachher verkaufen. Jetzt bei einzelnen Bauteilen, bei grösseren Posten, muss man das schon anschauen. Das ist sicher denkbar, aber oftmals ist es noch nicht ganz... Bis
die Ware verkauft ist, mit dem Verkaufswert, den sie erzielt, wenn ich das durchrechne, dann rede ich vom Einkaufspreis, wenn ich in China einkaufe. Das muss sich schon jeder in dieser, von dieser Ansicht her überlegen, weil sonst rechnet es sich für mich nicht mehr. Oder? Mhm. Also anders gefragt, mit einem kleinen Beitrag, könnte man das Businessmodell tatsächlich zum Fliegen bringen, wenn nachher auch auf der anderen Seite natürlich Bauherren da sind und sagen, jawohl, das interessiert mich, also für meinen Schopf, da lenkt jetzt einfach ein Ziegel, der schon 10-jährig ist. Wenn man das würde mit einem kleinen Beitrag unterstützen, dann wäre das denkbar. Das würde ich bejahen, ja. Mhm. Also oder dann könnt ihr nachher Geschäfte, gell, du Martin, mit dem Kanton, das ist... oder die Entsorgungskosten entsprechend höher machen, dass es wirklich interessant wird, das Material nicht fortschießen. Also wir würden die Entsorgungsgebühren vielleicht an einem anderen Ort erhöhen, damit wir Geld genau, zum fördern. Genau. Also ihr seht, also wenn ich vertrete den Kanton, und genau muss darüber nachdenken, wie können wir die Kreislaufwirtschaft pushen. Und darum ist es für mich interessant zu wissen, super, ist das ein Modell, das denkbar ist. Mhm. Es hat noch eine Frage vom Herrn Toniatti zu diesem Thema. Sind im Kanton Bern bereits Bemühungen im Gang, Bauteilbörsen das, oder Bauteilbrockenstuben oder Ähnliches aufzubauen? Wenn ja, wo? Wenn ja, nein, warum nicht? Viele Fragen. Also ich habe gestern gerade Antwort gelesen vom Regierungsrat auf eine Motion zur Kreislaufwirtschaft. Ich bin bei uns im AGG in einem Bereich Vorsteller geworden, habe gesagt, du, ich suche Land, eben für Zwischenlagerungen, und habe einen Suchauftrag platziert eigentlich schon, mündlich. Und in der Antwort vom Regierungsrat auf die Motion habe ich gelesen, Land für Private zur Verfügung zu stellen, ist nicht Aufgabe vom Kanton. Mhm. Das war so ein bisschen kalte Brause. Genau. Also, bei mir ist es wie auch, der Kanton steht wie nicht in der Verantwortung, was ich eigentlich schade finde. Wir müssen Private finden, wo das würde machen. Uli schüttelt mit der Hand. Ich bin froh, dass du schüttelst. Vielleicht können wir uns auch noch unterhalten. Der Kanton sucht Bauplätze durchaus. Das ist Wirtschaftsförderung, die probiert, Land zur Verfügung zu stellen. Aber nicht im Sinn von, der Kanton kauft ein Stück Land für das gratis zur Verfügung zu stellen. Das natürlich nicht. Also, ja. Aber sonst fühlt sich der Kanton schon auch in Verantwortung, solche Sachen zu ermöglichen. Ich habe noch eine Frage an dich, Livia, von der Franziska Althaus von Langenthal. Die Baufläche in der Schweiz ist begrenzt. Werden wir künftig mit immer höheren Überbauungen leben müssen? Das geht in eine andere Richtung. Wie sehen die Bauvorhaben in Herzogenbuchsee aus? Wann steht da der erste Wolkenkratzer? Ja, wir haben schon ein paar hohe Bauten in Buchsee. Schon seit langem eigentlich. Aber ja, wir müssen haushälterisch mit unserem Boden umgehen, das ist klar. Ja, Siedlungsentwicklung nach innen ist das grosse Thema. Ich glaube, die Gemeinden, die zum Beispiel fast kein Bauland mehr haben, die müssen sich zwingend mit dem befassen. Wir haben noch, aber ja, es macht durchaus Sinn, die Siedlungsentwicklung nach innen auch anzustreben. Wir haben zum Beispiel so ein Projekt, wo eine der Bahnlinie, Bahnhof West, und das ist noch nicht abgestimmt oder so, es ist einfach ein Projekt. Aber dort ist durchaus so, dass es dort höhere Bauten wird geben, nämlich die Silotürme, die man hier zu Buchsee gut sieht, die charakteristisch sind für unsere Gegend, die werden wir in diesem Projekt eigentlich entsprechend erhalten und als Wohnraum nutzen. Mhm. Die sind bereits schon hoch. Oder? Genau, und es ist auch sehr viel Beton dort verbaut, da würde man ja auch schauen, dass der Beton, also der bleibt ja der erhalten, weil man es nicht abreißt und neu baut, sondern die höheren Bauten lassen sein. Und entsprechend wird sicher nebendran auch höhere Bauten geben, auch als Abschirmung zur Bahnlinie, vom Bahnlärm für das Quartier, das dann dort entsteht. Und von dem her ist es sicher eine Idee, höher zu bauen. Mhm. Aber sicher wird es dann zum Beispiel jetzt bei dem neuen Quartier, das entstehen soll, abgeflacht gegen hinten, wo dann die bestehenden jetzigen Häuser schon sind. Also nicht irgendwie, dass es wie ein Brocken da steht, sondern dass man das dann schön kann aneinander anpassen kann. Mhm. Gut, danke vielmals. Gibt es noch eine Frage von euch irgendwo? Uli? Ja, ich habe eine Frage an die Gemeindepräsidentin. Und zwar, ich habe gesagt, bring's. Ich kann viele Sachen bringen. Bei uns hat es aber so alle zwei Jahre gibt's Bring- und Hol-Tage. Und das ist das, was mir jetzt eigentlich im Gesamten, was ich gesehen habe, fehlt. Nämlich eben der mit dem Backofen, den ich eigentlich nicht mehr brauche, aber eben noch gut. Oder auch ganz viele andere Sachen. Teilsachen kann man in die Brockenstube bringen, das ist okay. Aber es gibt auch Sachen, die ich vielleicht eben
ja, ich weiss, es funktioniert noch, aber genau so. Oder ich habe einen Staubsauger, einen neuen gekauft, das mache ich mit dem alten. Mhm. Vielleicht ist es noch für einen Brockenstrom oder eben bring und hol. Ich zahle nichts für etwas zu bringen, mhm. aber ich zahle auch nichts für etwas zu holen. Und ich sage jetzt, dass das, wenn das bei uns passiert ist, der Bring und Holtal, dann sind, bevor es aufgegangen ist, irgendwie schon x Leute Schlangen gestanden und jeder der Erste, der sich schaut, was hat es alles. Das müsste doch eigentlich in diesem Prinz mhm. auch noch kommen, das holen. Habt ihr euch das schon eins überlegt? Das ist eine coole Idee, oder? Dass man auch einfach holen kann. Genau, also auch das gibt es eben schon zu Buchsi. Und zwar ist das bei uns am Repair-Café angehängt. Also mhm. im Rahmen von dem gibt es einfach auch immer einen Bring- und Hol-Tag. Mhm. Und das ist einfach auf einen Tag, eben alle zwei Monate. Aber ja, das wird meines Wissens soll das auch noch ausgebaut werden. Sehr gut. Ich habe noch eine Frage. Wieso werden Billiganbieter aus Asien wie Temu, die so viel Abfall produzieren, nicht verboten? Wieso verbietet man das Zeug nicht einfach? Wie heissen die alle? Ich mache nicht Werbung noch für alle anderen. Was habe ich kürzlich gelesen? Pro Woche eine 500.000 Päckchen in die Schweiz, oder? Mit Plastik. Wir machen hier den Handstand mit Kreislaufwirtschaft und dann kommt der ganze Müll aus Asien. Was machen wir mit dem? Zahl draufschlagen. Es gibt ein Freihandelsabkommen zwischen China und der Schweiz. Ja, ja. Die können einfach liefern. Ja, ja. Also auch dort wahrscheinlich sich eine eigene Nase nehmen, oder? Aber trotzdem. Aber also mir schreckt das immer, wenn ich das sehe, wie viele Päckchen das da immer kommen. Gut. Susanne, tust du das verbieten? Ich würde. Ja, du würdest sofort. Also, hat jemand noch eine Frage von euch? Gut, ich schaue, ob ich hier noch etwas habe im Chat. Schaut der Kanton auch zu den Kirchen? Ist noch reingekommen? Nein. Schaust du zu den Nein, gell? Nein, die sind nicht bei uns. Schlösser könnte ich anbieten, aber Kirchen haben wir nicht. Ah, eine! Die nehme ich noch. Martin Suter von Steffisburg. Häufig höre ich, dass die Architekten die Energiewende bremsen wegen der Ästhetik, weil sie irgendwie finden, das schön, auch wenn es nicht so nachhaltig ist. Wie ist das wirklich? Kann man dem entgegenwirken? Stimmt das? Oh, heißes Eisen. Heißes Eisen. Ist jemand Architekt hier inne? Ist es so? Ja, Moment schon. Ihr bremst die Energiewende, weil es vor allem schön, aber weniger nachhaltig ist. Überhaupt nicht. Also vorher ein anderer Herr da schon gefragt nach einem Architekt, mhm. wo findet man einen Architekt, der überhaupt da kann mitmachen kann bei diesem ganzen Kreislaufwirtschaft. Mhm. Dann müsst ihr nachschauen, wo dass ihr einen Baubiologe findet. Weil die Baubiologen die haben das schon seit 50 Jahren auf ihrer Liste. Dass man einfach schaut, mit was dass man bauen. Ein Baubiologe, haben das richtig? Baubiologe. Ja, natürlich. Das ist das grosse Thema für die, dass man möglichst mit Materialien arbeiten tut, die man auch wieder recyclieren oder rückbauen und wieder weiterverwenden. Und wenn ich als ehemaliger Architekt in den letzten 30 Jahren ganz viel auch mit Lehm gebaut habe, zum Beispiel, der Lehm, den könnt ihr im Grunde noch in den Garten raus tun. Und dann habt ihr einen wunderbaren Boden und das ist nachher nicht die Umwelt verschmutzt in dem Sinn, oder? Also, dort ein bisschen gut schauen, was die Architekten alles... Augen auf bei der Architektenwahl. Ja, noch kurz dir und dann machen wir dann langsam Feuer oben. Also, ich bin jetzt ein bisschen erstaunt, dass die Architekten mit Holz bauen, oder? Das wäre die beste Kreislaufwirtschaft. Aber wir haben noch ein Problem. Es gibt 400'000 Tonnen Altholz ins Ausland, die verbrannt werden, oder? Mhm. Noch ein kleiner Tipp, ich würde jetzt der Lädt nicht die Garten raus, sonst geht das Wasser nicht mehr fort. Also gut. Super. Haben alle Fragen können stellen? Fragen stellen? Ja. Gibt es noch Fragen? Von Ureka und vom Upcyclen, Downcyclen. Es gibt eine Firma, die macht neue Hauswände aus Recyclingbrettern, tut die zusammennageln und macht neue Wände. Also, wo man Abfall eigentlich braucht, für nachher etwas Wertvolles zu machen. Und die haben lang. Die haben lang wie eine normale Mauer. Also natürlich Holz, oder? Das ist verfügbar heute. Gut, danke vielmals. Ich habe viel gelernt heute Abend, ich hoffe, dir auch.
Ich danke vor allem mal dieser Runde hier. Ihr bekommt mal ganz einen Haufen Applaus. Danke vielmals. Und dann bekommt ihr dann noch alle Buchse-Besetzesteine. Das kennst du, Olivia? Ja, genau. Die sind wahrscheinlich gut. Ich glaube, das ist nicht Reuse, oder? Die sind einfach gegessen und fort. Ja, genau. Und den Garten, und tun wir schön, wie es sich gehört. Ich gebe dir das stellvertretend auf einmal. Merci vielmals. Danke vielmals. ihr könnt noch schnell bleiben stehen. Ich habe noch ein paar Sachen zu sagen. Referat könnt ihr nachschauen auf der Homepage vom Kanton. Dort hat es noch ganze Haufen Material unterdessen von all diesen Energie- und Klimatalks. Es geht um Elektromobilität, Heizungen, Sanierungen, Haussanierungen. Alles Bunte findet ihr dort. Der nächste Energie- und Klimatalk ist am 18. September in Münsingen im Schlossgut. 18. September in Münsingen im Schlossgut. Dort geht es darum, was Mieterinnen und Mieter, die nicht selber ein Haus haben, können eigentlich beitragen zu der Energiewende. Was haben die für Recht, für Pflichten, was können die machen? Über das reden wir dort. Wir freuen uns, wenn ihr live vorbeikommt. Es gibt ja auch wieder etwas zu essen und zu trinken. Oder wenn ihr live zuschaut, freuen wir uns natürlich auch. Also, danke fürs Interesse, dass ihr gekommen seid. Wir gehen jetzt ins Apero. Ich sage immer, die daheim müssen auch einen Kühlschrank. Das ist einfach so. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander. Danke vielmals. Merci.